Bin sehr gespannt, welches es jetzt wird, wie es aussehen wird. Es ist nämlich nicht immer das gleiche. Oh Leute, ich bin gespannt. Unser erstes Pferd in der PC-Version von Star Equestrian. Ich bin sehr gespannt, welches es jetzt wird, wie es aussehen wird. Es ist nämlich nicht immer das gleiche. Oh Leute, ich bin gespannt. Unser erstes Pferd in der PC-Version von Star Equestrian. Es ist doch wieder das gleiche wie beim ersten Mal. Nee, gar nicht. Das war ein Schimmel. Das war ein richtiger Schimmel. Ohne hier goldene Mähne, goldener Schweif. Ein Australian Stockhorse haben wir. Der Javier. Oh, ich weiß aber noch nicht. Ich glaube, den nenne ich Starshine. Geht das? Lasst uns mal gucken, ob Starshine geht. Invalid Word. Das ist ja schade. Stargold. Wäre doch auch cool. Oh, warum geht das denn nicht? Das ist jetzt schade. Das würde total gut passen, finde ich. Zur Mähne und so. Na gut. Gut. Star, was für ein passender Name. Wenn du pfeifst, wird Star zu dir kommen. Okay, über R können wir ihn zu uns ranpfeifen. Danke dir, Joy. Das habe ich wirklich gebraucht. Ich war für die letzten paar Jahre gar nicht mehr unter Pferden und ich bin immer noch ein bisschen nervös, aber Star scheint meine Bedenken oder meine Angst scheint meine Nerven zu beruhigen. Ich bin mir sicher, wir werden gute Freunde werden. Okay, also wenn du bereit bist, hättest du Lust, Star zu reiten? Ich bin hier direkt neben dir. Oh, ich. Ach, komm schon. Du bist doch nicht zurück nach Hardside gekommen, um einfach nur an der Seitenlinie zu sitzen, oder? Nein, ich denke nicht. Okay, ich muss mich sowieso irgendwann meinen Ängsten stellen. Also machen wir es jetzt. Das ist der Spirit, den ich brauche. So, lass uns die Basics nochmal angucken, damit du schnell wieder bereit bist. Gut. Einmal aufsteigen. Fantastisch. Jetzt reite ich hier einfach so ein bisschen durch die Gegend. So. Okay, ich glaube, ich muss einfach hier nur durch die Dingsies reiten. Aber ich glaube, die Gangart ist egal, oder? Ride your horse through all the marked locations. Kann ich auch direkt schon hüpfen? Hui! Oh, da hinten haben wir ein hohes Hindernis. Das reiten wir mal von der anderen Seite an. Das war ein guter Sprung. So, reite einfach noch ein bisschen rum und wenn du dich wohlfühlst, dann komm wieder zu mir. Jetzt können wir eigentlich schon wieder zurückkommen. Das passt doch, oder? Das passt doch hier. Oh. Großartig. Ich wusste, du würdest es schaffen. Die ersten Schritte sind gemacht, Leute. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich sehe, dass ihr beiden, oder ich kann sehen, dass ihr beide schon dabei seid, ein starkes Band aufzubauen. Richtig. Erst mal alle strecken, eine Runde. Es ist schön, dich wieder zurück im Sattel zu sehen. So, Lights, Camera, Auction. Wir haben Sattel bekommen, wir haben das Land bekommen, wir haben Gems bekommen und wir haben Gold bekommen. Ach, übrigens, hast du schon die News gehört? Snowdrop, das wunderschöne Pferd, was du so gerne gehabt hast, ist zurückgekehrt. Er hat die letzten paar Monate Harzer das ein oder andere Mal besucht. Aber diese Woche ist er sehr ängstlich. Oder er versteckt sich. Jedenfalls, keiner weiß, wo er sich genau aufhält. Echt? Ich habe immer noch ein paar Probleme mit der Erinnerung daran, vor ihm runterzufallen. Aber ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr, ihn wiederzusehen. Er hatte solche Angst, als er abgehauen ist. Weißt du, was du machen solltest? Du solltest Matthew bei der Druckerei sehen. Ist das Printers? Er kann ja ein paar Vermisst-Anzeigen machen, so ein paar Flyer, die du in Hardside aufhängen kannst. Vielleicht hilft dir das ja, Snowdrop zu finden und ihn zurück nach Hause zu bringen. Ich hab dir die Location schon auf deiner Map markiert.
Okay, da haben wir die Map. Und da. Zack, zack, zack. Da haben wir die Markierung. Und da können wir jetzt auch Fast Travel nutzen. Hallo? Ah. Huch. Gut. Und at the printers. Da hinten ist das, oder? Ja. Nee, gar nicht. Hier ist der Stall. Ups. Kann man sich ja mal vertun. Wo ist eigentlich da ist mein Inventar? Warte mal. Tech. Da habe ich doch den Sattel. Der bringt nämlich mehr Ausdauer. Ah, nee. Upgrade-Tag habe ich. Hä? Habe ich nicht eben einen neuen Sattel bekommen? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Übrigens hier, wo diese grünen Blättchen sind auf der Map, da könnt ihr Futter für euer Pferd finden. Das schon mal für diejenigen, die das Projekt damals nicht bei mir geschaut haben. Oh. Als Information. Und das Schöne ist, das könnt ihr sogar... Ah, auf Kuh steige ich ab. Das könnt ihr sogar vom Pferd aus machen. Das ist super praktisch. So, collect carrot. Zack. Und dann verschwindet das Ding da, wenn ihr das abgeschlossen habt. Hallo, willkommen bei Perfect Prince. Ich bin Matthew. Was kann ich heute für dich tun? Vielleicht suchst du, ja, für ein paar schöne Bilder, um deinen Stall zu dekorieren. Das Pferd da hinten ist hübsch. Was auch immer es ist. Ich bin dafür da, um dir zu helfen, dein Design zu drucken und es zur Realität werden zu lassen. Sag mir einfach nur, was du brauchst und ich gebe mein Bestes, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Hallo Matthew. Joy hat mir vorgeschlagen, mal bei dir vorbeizuschauen wegen ein paar Postern, die ich in der Stadt aufhängen möchte. Sie sind für ein vermisstes Pferd, was ich versuchen möchte zu finden. Ah, okay, ich verstehe. Also, ja, ich bin happy, wenn ich dir damit helfen kann. Ich habe gerade eben noch mit Joy telefoniert und sie hat mir schon angekündigt, dass du vorbeikommen wirst. Hast du ein Foto von dem Pferd, das wir für die Poster nutzen können? Ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, zum Glück habe ich noch einige Fotos auf meinem Handy. Ah, gar kein Problem. Ich packe das Foto einfach in dieses Template und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, ist richtig gut geworden. Oh, wow. Snowdrop ist ein wunderschönes Pferd. Ja, ja, ja. Noch ein paar Einstellungen. Und da haben wir es. Also, wie gefällt es dir? Soll ich es in den Druck geben? Ja, es sieht schön aus. Es sieht echt schön aus. Unglaublich, das sieht perfekt aus. Sehr gut. Danke. Wenn du ihn findest, dann kann ich ihn vielleicht eines Tages mal malen. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich kenne ein paar gute Orte in Hardzeit, wo ich die aufhängen kann. Ich glaube, Ashley's Apparel wäre ein guter Ort, um zu starten. Danke nochmal. Ashley's Apparel, war das der Klamottenladen? Klingt auf jeden Fall so. Warte mal, was haben wir hier oben noch im Market angezeigt? Das ist natürlich hübsch. Die sind beide hübsch. So. Ah, VIP gibt es mittlerweile auch. Was auch immer das bringt. VIP Access, da gibt es ein Outfit. Daily Gem Rewards. Mehr Erfahrungspunkte. Okay, okay. $5.000. Ich glaube, das kann auch nicht so ganz stimmen. Aber ganz coole neue Frisuren gibt es hier auch. Oh, wow. Okay, das ist ein bisschen too much. Oha. Nee, das ist viel zu viel. Okay, warte mal. Was wird mir denn da als New noch angezeigt? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Okay, bei Ashley's Apparel sollen wir das Poster aufhängen. Wir haben hier auch immer so eine Meta-Anzeige mit dem kleinen Pfeil in der Mitte vom Bild. Das ist auch ganz praktisch. So.
Oh. Ah, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich auf Q absteige. So. Hm. Wo als nächstes? Western Walkway. Der Bürgersteig im Westen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall recht belebt. Ich glaube, dass da ein Baum steht, wo ich das aufhängen kann. Gut, dann komm mal mit. Komm. Okay, also wir können auch die Map jederzeit aufmachen. Und dann sehen wir hier eben dieses, das Symbol. Oh, warte mal, was glitzert denn da? Collect Horseshoe. Golden Horseshoe. Und Geld haben wir bekommen. Ja, praktisch. Ja, und wir können halt auch die Tore, die können wir immer vom Pferd aus aufmachen und zumachen, was ich auch super praktisch finde. Dass wir da nicht jedes Mal absteigen müssen. Kann ich das auch vom Pferd machen? Jawohl. Jetzt wo? Oder wo jetzt? Ah, natürlich. Bei der Train Station hier, beim Bahnhof, genau. Da kommen jede Menge Leute vorbei und da sollten wir auf jeden Fall auch noch eins aufhängen. Das ist eine gute Idee. Übrigens das Futter. Oh, das hier, das ist so ein schönes Pferd. Da links, das ist echt super hübsch. Das Futter, was ihr einsammelt, hier zum Beispiel Pumpkins. Wenn ihr die im Inventar euch anschaut, dann haben die ja hier oben so ein Symbol. Und das Symbol, was die haben, wenn ihr das eurem Pferd verfüttert, dann wird genau das trainiert. Also in dem Fall jetzt gerade Springen und Geschwindigkeit. Okay, bei uns ist gerade ein Düsenjäger unterwegs. Das war früher in meiner Kindheit, war das noch regelmäßig so. Mittlerweile war es eigentlich eher selten. Eigentlich. Und jetzt? Ah, natürlich am schwarzen Brett. Das schwarze Brett ist da links. Da müssen wir wieder hin. Okay. Ihr seht übrigens hier, oh, ich glaube, ich bin zu weit geritten. Wenn wir im Renngalopp unterwegs sind, dann verbrauchen wir Ausdauer, beziehungsweise unser Pferd verbraucht Ausdauer. Also wir können nicht dauerhaft so schnell galoppieren. Und zu guter Letzt, ah, natürlich, bei Bobs Sattlerei. Das ist ein sehr, sehr bekannter Ort für alle Leute oder für die unterschiedlichsten Pferdemenschen. Du weißt nie, wer da eventuell das Poster sehen könnte. Ach, okay, ich glaube, drinnen müssen wir das aufhängen. So, wir sind momentan übrigens immer noch im Tutorial. Das heißt, im Moment sehe ich jetzt halt auch noch niemanden. Später sind hier auch überall andere Spieler unterwegs. Das Ganze ist nämlich ein Online-Spiel. So, continue. Wir haben einen weiteren Schlüssel bekommen. Eieiei. Spiel mir meine alten Augen einen Streich oder bist das du, Nova Precious? Ich finde aber Nova Precious gar nicht so schlecht, den Namen. Es fühlt sich an wie Jahrzehnte, dass du ja, vorbeigekommen bist, um meine Tochter zu besuchen. Lindy war nicht mehr dieselbe, seit du gegangen bist. Sie ist mittlerweile kaum noch zu Hause. Sie hängt meistens mit diesem neuen Kind rum, Matthew vom Printshop. Also von der Druckerei. Hi Harry, was eine tolle Überraschung, dich hier zu sehen. Ich bin jetzt gerade erst zurückgekommen, aber ja, ich lebe mich jetzt langsam wieder ein. Ich habe ein neues Pferd, aber ich brauche auf jeden Fall noch einiges an Ausrüstung. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mir vielleicht welche leihen könnte? Du hattest immer so viele Ersatzteile. Ausrüstung ausleihen? Worüber reden wir hier? Ich habe so viel Ausrüstung, dass du, ja, dass du dir einfach welche nehmen kannst. Hier, lass mich dir helfen, sie auszurüsten. Okay, das geht hier über das Pferdemenü, Equipment. Ach, so war das, genau. Ja, den Sattel. Equip, so war das, genau. Danke, Harry. Ich kann deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ich werde es dir irgendwann auch zurückzahlen. Ach, lass uns einfach nur sagen, du schuldest mir was. You need to hurry. It sounds like qualifying rounds for the Star... Ah, du solltest dich beeilen. Die Qualifying-Runden für die Star Championship haben schon angefangen.
Aber warum machst du da so eine große Sache raus, wenn du gar nicht dran teilnehmen möchtest? Ich wette mit dir, Lindy ist schon da. Warum gehst du nicht einfach da vorbei und überraschst sie und sagst ihr Hallo? Auf jeden Fall eine gute Idee. Die wird sich dann bestimmt auch freuen, wenn sie uns so vermisst hat, oder? So, wir haben im Moment, wir haben den Sattel. Wir haben noch kein neues Zaumzeug. Ansonsten haben wir nichts. So. Weitere Schweifarten schalten wir erst mit der Zeit frei. Das gleiche gilt für Mähnen. Mähnenfarben in dem Fall. Okay, alles klar. Das finde ich schön, dass wir die auch einflechten können. Das finde ich auch wirklich richtig cool. I like. Das ist eine schöne Sache. So, ihr Lieben. Ich würde mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Ihr habt es ja schon gemerkt, ich habe die Folge in zwei aufgeteilt. Einfach mal ganz dreist, ohne mich beim ersten Mal von euch wirklich zu verabschieden und euch beim zweiten Mal zu begrüßen. Aber schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich denke, ich werde jetzt hier mal wieder regelmäßiger was hochladen. Denn am PC spielt es sich wirklich deutlich angenehmer. Und wie gesagt, all diejenigen, die das Ganze auch gerne spielen wollen würden, ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr das eben kostenlos runterladen könnt. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.